begrüße Sie dann ganz herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung zur Vernissage von dem neuen Buch. Das Buch ist auch rechtzeitig gestern noch eingetroffen in ausreichender Stückzahl. Die Buchhandlung kommt etwas später, die werden dann draußen aufbauen. Und Titel der Veranstaltung: Die Vermessung der Welt und die Frage nach Gott. Ich werde erst kurz das Buch etwas vorstellen. Es ist, ausgewählte Leitartikel von einer Webseite, die wir publizieren. Die haben das schon jetzt, machen das jetzt zum zweiten Mal. Die Verlage haben nur gesagt, ja, wenn das im Internet zu lesen ist, dann würde das doch keiner lesen. Dann haben wir gesagt, naja, wenn das schön gesetzt ist mit schönen Bildern, dann hat man gerne ein Buch in der Hand. Und wir hatten recht, das erste Buch hat sich immerhin über 600 Mal verkauft und das im Selbstverlag ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was finden Sie in diesem zweiten Buch aus der Reihe? Wir haben ein Geleitwort von Ernst Peter Fischer, der hier in Bern ja auch schon mal vorgetragen hat. Eine Einleitung natürlich von Frank Vogelsang und mir. Frank Vogelsang ist der Direktor der Evangelischen Akademie in Rheinland, die diese Internetseite und auch dieses Event sponsoren. Und dann gibt es einige grundlegende Beiträge zum Einstieg in den Dialog. Ich werde kurz drüber gehen, damit Sie erfahren, welches Kaleidoskop von Themen sich in dem Buch auftut. Dann einige Beiträge, wo sich eine spezielle Wissenschaft sich mit der Frage nach Gott und dem Dialog beschäftigt. Und daraus, aus diesem Bereich, werden wir auch die Beispiele hören. Und dann noch einen kurzen ethischen Teil, wie sollen wir handeln. Ein Anhang macht Lust auf mehr. Worum geht es thematisch? Ist es halt als schlicht der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Wir vermessen die Welt, die Naturwissenschaften werden immer wichtiger. Man mag darüber klagen, es ist schlicht so. Die Rationalisierung schreitet fort. Sogar der Mensch selbst wird vermessen. Die Frage aber, ich glaube, wir sind als Herausgeber überzeugt, es wäre vermessen, Gott wissenschaftlich beweisen zu wollen. Das ist ein Fehler, der vielen Menschen heute passiert, dass sie denken, man könnte Gott so behandeln wie eine Naturwissenschaft, könnte man festlegen, ob es ihn gibt oder nicht. Sowohl von denen, die nicht an ihn glauben, als auch von denen, die an ihn glauben, wird dieser Fehler gerne begangen. Wir haben dazu einen Artikel im ersten Buch schon, aber der auch relativ prominent in der Zeit aufgenommen worden ist, von Dirk Evers. Der Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften, das ist ein bisschen ein Fortschritt dieses Buches gegenüber dem ersten, was sich in den Artikeln widerspiegelt, die in dem Buch sich wiederfinden, verläuft historisch betrachtet tatsächlich in beiden Richtungen. Es gibt eine Hauptrichtung natürlich. Ich denke, meiner Ansicht nach zumindest, ist es Aufgabe einer zeitgenössischen Theologie, die Entwicklung der Naturwissenschaften nachzuverfolgen, weil wenn man das nicht tut, dann automatisch in einem alten Weltbild gehangen bleibt. Man kann das nicht vermeiden, sich zu kontextualisieren. Aber theologische Gedanken können manchmal auch Naturwissenschaftler inspirieren. Der Weg zurück sozusagen von der Theologie in der Naturwissenschaft ist auch möglich. Und das habe ich mich lange gefragt, auch in meiner Tätigkeit hier in Bern, ist das möglich? Und habe dazu einige Beispiele gefunden. Im ersten Teil des Buches, zum Einstieg im Dialog, finden wir etwas von Peter Harrison, einen grundlegenden Artikel über den Mythos eines ständigen Kampfes zwischen Wissenschaft und Religion. Das ist nicht der Fall, dass es einen Dauerkonflikt gibt. Das wird aber oft so stilisiert, sowohl von denen, die sehr stark scientistisch eingestellt sind, also die aus der Naturwissenschaft eine Weltanschauung machen, und auf der anderen Seite von biblizistischen Gruppierungen, die sagen, also die Bibel meinen, sie würden sie wörtlich verstehen. Und von beiden Seiten, also Kreationismus und Ähnlichem, wird behauptet, es gäbe einen Dauerkonflikt. Und die Medien greifen das manchmal auf, weil Konflikte natürlich medienträchtig sind, aber tatsächlich ist das historisch nicht haltbar, wie Peter Harrison, das australische Historiker, darlegt. Ein Beispiel dazu ist auch, dass man im Mittelalter natürlich nicht glaubte, die Erde sei flach, wie Sie an dieser Zeichnung aus dieser Zeit erkennen können. Das war ja Teil des aristotelischen Weltbildes, dass die Erde rund ist, also eine Kugel. Allerdings gab es mal eine Schule in Antiochien, eine theologische, die das Gegenteil behauptete, aber das ist auch alles. Und Pablo de Philippe hat sich sehr ausführlich diese Frage untersucht. Wie Sie sehen, sind unsere Leitartikel also oft Zusammenfassungen von längeren wissenschaftlichen Forschungen, gut verständlich. Das ist natürlich ein Vorteil, den dieses Buch bietet, einen schnellen Überblick zu bekommen.
Wir haben auch einen Artikel zum Thema Islam und Wissenschaft. Das ist im Grunde die kurzgefasste These von Michael Blume, der ja auch kurz auf der Spiegel Bestsellerliste stand mit seinem Buch Islam in der Krise. Er hat also diesen Artikel beigetragen. Wenn Sie kurz seine These lesen wollen, lesen Sie diesen Artikel. Ernst-Peter Fischer, der das Begleitwort geschrieben hat, hat selber etwas beigetragen zum Thema die Gretchenfrage und die Wissenschaft. Haus ist bekannt, denke ich. Und wir hatten hier in Bern die Veranstaltung mit Werner Aber, der auch einen Artikel beigetragen hat zur Betrachtung über die Beziehung zwischen den Wissenschaften und religiösem Glauben. Aus seiner Sicht, er ist ja Biologe und Nobelpreisträger. Die meisten der Artikel betonen, oder es ist in diesem Dialog, ist es wichtig, dass man versteht, dass Gott transzendent ist, also jenseits und nicht beweisbar in den Dingen dieser Welt. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie kann Gott dann in der Natur, in der Welt erfahren werden? Und Christian Link hat sich dieser Frage angenommen. Und den Abschluss bildet Michael Welker mit einigen persönlichen Top-Themen im Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie. So viel zum Einstieg in den Dialog in dem Buch. Dann kommen wir zu den Teilen, von denen Sie jetzt auch etwas hören werden. Wissenschaft vor der Frage nach Gott. Das erste ist Arnold Benz zum Thema das Universum, Weltbild, Design, Wechselbild oder Ikone. Wir werden gleich mehr hören. Dann hat Dominique Lambert über Lemaitres Uratomhypothese beigetragen zu dem Band. Man muss dazu sagen, dass Lemaitre von seinem Glaubenshintergrund inspiriert war, um die Urknalltheorie zu formulieren. Er ist der Vater der Urknalltheorie und das ist das erste Beispiel, was ich gefunden habe, was sehr prominent ist, wo es sozusagen in der Moderne noch eine Rückwirkung von der Theologie auf die Naturwissenschaften gab. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass die philosophischen Grenzen der Disziplinen gewahrt bleiben. Vertragen sich Religion und Evolution ist ein weiterer Beitrag von Michael Blume, der auch seine persönliche These darlegt, dass Religion evolutionsfördernd ist, weil nämlich religiöse Menschen viele Nachkommen haben. Das ist tatsächlich eine sehr weit rezipierte These inzwischen. Man kann sich fragen, ja, ob sie begründet ist, aber da muss man sich mit Herrn Blume natürlich auch auseinandersetzen. Heinz-Hermann Theins aus Stuttgart beschäftigt sich mit dem EvoKids-Projekt, das ist eine Initiative der Nationalen Akademie in Deutschland, die Evolution schon in der Grundschule befürworten wollen oder vorwärts bringen und das analysiert. Anknüpfend an das Buch, was ich hier in Bern editiert habe, What is Life, fasse die Essenz des Buches sozusagen in dieser Frage zusammen in einem kurzen Artikel, was das Leben interdisziplinär betrachtet. Zum Thema Theologie, Naturwissenschaften und Neurowissenschaften hat dann Christina Austerau was beigetragen, ihre Habilitation zu das Thema, sie ist ja in Zürich. Und dann haben wir von Jens-Uwe Schlieter, der hier auch in Bern tätig ist, Naturerfahrung, die religionswissenschaftliche Perspektive, versucht sozusagen eine religionswissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Der kurze dritte Teil beschäftigt sich mit Homöopathie in einer kritischen Stellungnahme von Edzard Ernst. Wir haben das mal so unkritisch übernommen, weil ich denke, die Kritik an diesem Phänomen, an diesem Rauch dieser Globuli ist sehr begründet. Es folgt ein Artikel von Alexander Maßmann zur ethischen Überlegung zum Genomediting am Menschen, der sicherlich von CRISPR gehört, dieser Genschere. Herr Maßmann hat sich in einem Projekt damit intensiv auseinandergesetzt. Und mit unserer gegenwärtigen Verantwortung für die Umwelt, ein Artikel von Günter Altner, der inzwischen verstorben ist, den wir schon länger auf unserer Webseite hatten, den wollten wir damit würdigen, dass wir eben hier auch den Abschluss bieten in unserem Buch. Ja, wie gesagt, das ist Teil 2. Das ist Teil 1 haben wir auch neu aufgelegt, in der dritten Auflage jetzt, weil die 600 sind weg. Und das ist die Webseite, auf die ich mich hier bezogen habe. Wie gesagt, können Sie theoretisch fast alles auch auf der Webseite umsonst lesen, aber dann ist es nicht so schön wie in diesem Buch. Deswegen, also für alle Buchfreunde, ist diese Version Vernissage gedacht. Gut, ich danke für die Aufmerksamkeit.